Morgen, 7 Uhr, die Sendung für den aufgeweckten Gitarristen. Zeit für lecker Käffchen für mich, lecker Fingerfrühstück für dich. Heute basteln wir uns mal eine schöne Southern Rock Begleitung und ein lecker Intro dazu. Viel Spaß dabei. Und zunächst mal das Intro, und das sieht folgendermaßen aus. B, A und G. Abzugsbindungen, dann ein D und ein E als angeschlagene Töne, dann ein F, E und D, wieder Abzugsbindungen und dann das B und das A als angeschlagene Töne und dann das G und der G-Dur-Akkord. Der Groove. Und der Groove beginnt mit einem C. Und zwar nicht mit diesem C-Dur Typ 4, sondern mit dem C-Dur Typ 5, den hier. Und spielen aber dieses C-Dur Typ 5 ab der Terz. Also wir spielen ein E und dann die Quarte G und C. Zusammen mit so einem leichten Slide. Sodass wir folgenden Groove haben. Also, 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3 und auf der 4 merkst du jetzt, dass wir auf der 4 eine Lücke haben. Und diese Lücke können wir wunderbar füllen, indem wir noch eine Blue Note mit einbauen. Und zwar das gebändete B zum H. Ja? Und dann ein A. Klingt dann so. Und das kannst du entweder gleich hier in der 5. Lage spielen oder du spielst es in der 1. Lage, also dieses B bänden, so ein Small Bending und dann gehst du zum A, leeres A. Also. Akkord G-Dur, dann sieht es so aus. So, jedes zweite Mal bauen wir jetzt noch ein Fill-In mit ein und das kommt aus diesem Typ 1 Akkord G-Dur. Und zwar erstmal eine Quarte, diese Quarte G-C. Und dann dieses B mit einem Hammering zum H und dann ein G und dann ein F. Nochmal G, Quarte, G, C, dann ein B zum H hämmern, dann ein G und dann das F. Klingt dann so. Und diese beiden Varianten spielen wir jetzt mal im Wechsel. Also wir spielen erstmal beim zweiten Mal dann wieder die erste Variante und die zweite, erste mal mit einem Nullbund-Akkord und dieser Nullbund-Variante. Dann wieder zum G-Dur Typ 1 zurück. Welche Variante du nimmst, ob du die in der 5. Lage nimmst oder ob du die im Nullbund-Bereich nimmst, das ist jetzt dann wirklich deine persönliche Geschmackssache. Ich würde sie beide trainieren, hast du beide drauf. Also einmal, vielleicht auch mal im Wechsel. Nochmal die Nullbund-Variante. Damit hast du schon mal so einen Basisgroove und den kannst du schon mal erstmal über der Tonika und der Subdominante laufen lassen. Jetzt kommt aber noch die Dominante mit ins Spiel, in dem Fall der Akkord D-Dur. Den spielen wir auch als Typ 5 Akkord, sodass wir auch dort einfach genau das, was wir jetzt über dem C gespielt haben,
Das spielen wir jetzt auch über dem D. Das D wäre dann D-Typ 5 hier in der siebten Lage. Also nicht Typ 4, sondern Typ 5. Und auch dort brauchen wir das Fis, also die Terz von D. Und dann brauchen wir die Töne A und D. Und dann gehen wir zum C zurück. Auch dieses Element würde ich erstmal getrennt trainieren. Und dann würde ich noch so ein Zusatzelement einbauen und das ist so ein Übergang zwischen diesen beiden Akkorden und das sieht so aus. Also ein Slide vom Fis zum E und dann das D. Dasselbe kannst du dann auch machen, wenn du wieder zum G zurückgehst, sodass das insgesamt dann so aussieht. Und ab da fängt dann wieder der Grundgroove an. Also. Das Ganze könnte dann im Zusammenhang schon mal so klingen. Das war schon wieder mal für heute. Alles, was du dazu brauchst, um auf der Gitarre besser zu werden, klick aus und schneller zu werden und dich in den Typenbereichen und Techniken auszukennen, findest du in der RML Aktie Grau. Handwerk Plektrum Gitarre, der solide Weg zum Profi. Sollte dich mein Kram entzücken, Abo und die Glocke drücken, dir einen gigantischen Start in einen erfolgreichen Tag und keep on training.